Die Frage ist, was lernt man eigentlich aus Mediaspray? Das eine, was man daraus lernt, wenn man privaten Investoren die Bauhoheit gibt ohne demokratische Kontrolle, kommt etwas selten was raus, was irgendwie dem Gemeinwesen tatsächlich nahe kommt. Weil da geht es schlicht um Verwertungsinteressen. Und das, was wir zweitens daraus lernen, da wo Brachen sind, geht es um viel Geld. Und wo es um viel Geld geht, geht es selten um Demokratie. Wenn man was dagegen machen will, weil es gibt da so einen Alleinvertretungsanspruch für Demokratie bei den Parteien, dann geht es in der Regel dann, wenn man sozusagen Beteiligungsverfahren macht, also vorgezogene Beteiligungsverfahren, man relativ viel Transparenz herstellt. Das sind eigentlich so ein paar grundlegende Sachen. Mit Stuttgart 21 ist dieses Begriff der Bürgerdemokratie wieder sehr hochgekocht worden. Wenn man dann mal guckt, dann heißt es, wieso, wir haben ja in Friedrichshain-Kreuzberg eigentlich alles. Wir haben Bürgerhaushalt, wir machen ja alles, wir sind doch eigentlich ganz spitze. Guckt man etwas genauer hin, dann sieht das Bild etwas anders aus. Das heißt, aus Kostengründen ist es mittlerweile so, dass Investoren die Informationsveranstaltungen, die formal nach dem Baugesetzbuch vorgeschrieben sind, selber machen. Die werden selber beauftragt. Das heißt, ich gebe den Investoren den Auftrag, die Bürger selber zu informieren. Das heißt, das, was dort stattfindet, ist relativ klar. Da kommt ein Projektentwickler, der hat einen Auftrag. Und den will er natürlich rüber haben mit möglichst wenig Problemen. Das heißt, alles das, was sozusagen das Demokratische an sich ist, also Widerspruch, Interessen, die man irgendwie aushandeln muss und das Berücksichtigen von verschiedenen Betroffenheiten, findet faktisch nicht mehr statt. Das heißt, auf der einen Seite eine Rhetorik, Beteiligung und Demokratie ist sozusagen wichtig und das müssen wir auch außerhalb der repräsentativen Demokratie machen. Die Praxis sieht komplett anders aus. Und da kann ich nur sagen, wenn ein Bezirk sich so einen massiven Konflikt reingeholt hat, wo die Partei, die Grüne, weniger Stimmen erhalten hat, als Leute beim Bürgerentscheid für diesen Bürgerentscheid gestimmt haben. Also die regierende Partei mit sehr viel Prozent, um die 40, hat weniger Stimmen als die Leute, die sich explizit politisch geäußert haben. Dann kann ich nur sagen, ist relativ wenig daraus gelernt worden. Das Argument ist immer Kosten. Das heißt, Berlin ist verschuldet, der Bezirk hat sozusagen Nothaushalts, also hat ständig wieder Haushaltssperren und dergleichen mehr. Und die Begründung ist, in dem Moment können wir uns eigentlich Demokratie im ernsthaften Sinne nicht leisten. Umgekehrt gibt es eben tatsächlich Einrichtungen, die zivilgesellschaftlich entstanden sind, auf Ortsteilebene. An sich haben die auch Verträge. An sich hat der Bezirk gesagt, ihr sollt eigentlich Bürgerbeteiligung organisieren als Moderator. Momentan sieht es genau so aus, dass zum Ende dieses Jahres das Stadtteilbüro Friedrichshain wahrscheinlich aufgeben muss, weil dort hier keine Sanierungsgebiete mehr sind, damit auch keine Räume mehr. Also Sanierungsgebiete heißt, dass dort immer auch Mittel gegeben sind, dass bürgerschaftliche Gruppen sich treffen können in einem Raum und über einen Raum heraus auch Politik organisieren können von Bürgern für Bürger. Das wird es flächendeckend in Friedrichshain nicht mehr geben. Flächendeckend. Die Situation in Kreuzberg für den Stadtteilausschuss Kreuzberg sieht kein Deut besser aus. Das heißt, statt eben halt wirklich ein Moderator für Bürger und Mitbürger, ein kritischer Moderator, sind sie quasi Mitanbieter auf einem Markt, wie die ASUM, wie jeder andere GmbH auch. Also das, was man an demokratischen Mitteln mal erreicht hat, nach der politischen Wende von 89 und davor, sowohl mit einer Kreuzberger Tradition, aber auch mit einer Ostberliner Tradition der Demokratisierung, sind faktisch unter Rot-Rot-Grün zurückgefahren worden. Ohne Volk. Also das ist die Situation, vor der wir tatsächlich stehen. Was heißt das für uns? Wir werden hier eine Entwicklung haben, das wird nicht der Potsdamer Platz, was hier entsteht. Also auch wenn Mercedes-Benz vom Potsdamer Platz hierher zieht, wird es nicht der Potsdamer Platz. Aber hier ist eine Insel, eine Brache, wo es gar keine Anwohner gibt. Deshalb die formalen Planungsverfahren greifen gar nicht, wenn sie die unmittelbare Nachbarschaft sozusagen quasi thematisieren sozialräumlich. Also wenn dieser Vorgang nicht irgendwie organisiert wird, und da verhält sich momentan niemand dazu, also politisch niemand, dann wird es hier ein massives Problem geben. Wir sagen als Stadtteilbüro, es ist irgendwie etwas schwierig.
Also es gibt die Marke F-Hein. Kreativ, vielfältig, sozial, kulturell. Die Entwicklung, die wir aber haben, ist, dass Unternehmen genau mit dieser Marke hierher ziehen. Aber eigentlich wird dabei die Marke kaputt gemacht. Diese Entwicklung kennt man vom Prenzlauer Berg. Und da ist die zweite Feststellung von mir, man hätte daraus lernen können. Man hätte daraus lernen müssen. Das heißt, wenn man das, was sozialer Zusammenhalt, also das, was eigentlich Demokratie voraussetzt, irgendwie erhalten will, dann wird man eben lernen müssen, dass entweder Politik diese vorgelagerte Bürgerdemokratie ernst nimmt. Wenn das nicht ist, unserer Meinung nach, dann werden wir als diejenigen, die diese kleine Vorortdemokratie versuchen, lebendig zu halten, lernen müssen, eigenständig zu werden. Das ist für uns einer der Gründe, weshalb wir hier sitzen. Weshalb wir sagen, es geht hier nicht nur um Recht auf Party oder um selbstbestimmt Leben oder wie auch immer. Es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, sozusagen, gibt es eine massive Krise von repräsentativer Demokratie oder entwickeln wir tatsächlich Demokratie vor Ort weiter? Das ist eine große Aufgabe, aber eine große Aufgabe, die im Kleinen nur gelöst werden kann. Und deshalb sind für uns genau solche Sachen extrem wichtig, sich hier zu äußern, auch wenn man zu bestimmten Teilfragen immer eine andere Position haben muss. Das ist die Vielfältigkeit, die man auch miteinander austragen muss, inwiefern sozusagen eben der Kiez nicht nur ein Eventort ist, wo man seine Party feiert, sondern auch Leute dort leben, die einfach schlafen müssen, weil sie morgens früh aufstehen. Genau, und das ist die Widersprüchlichkeit und das ist aber die Lebensqualität von Friedrichshain. Die Qualität von Friedrichshain und Kreuzberg ist, dass man darüber reden muss untereinander und dass man mit solchen Konflikten produktiv umgehen muss. Und das können wir nur zusammen und deshalb wollen wir diese Demonstration, weil uns diese Freiräume genauso wichtig sind wie die Interessen von allen anderen.